Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Gold- und Silberfreunde, zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Im heutigen Video sprechen wir über das Problem mit kleinen Goldmünzen und was da für ein Problem besteht, das sehen wir im heutigen Video. Ja, das Problem ist immer so eine Sache. Was ist eigentlich wirklich ein Problem? Besonders im Goldbereich haben wir kleine Problemchen eben mit besonders kleinen Goldmünzen, und ich habe euch heute auch wieder ein bisschen was mitgebracht und wir werden einfach darüber sprechen, wie man diese Probleme aus dem Weg räumen kann und was für Probleme eigentlich bestehen natürlich und natürlich diese Vor- und die Nachteile von kleinen Goldmünzen. Grundsätzlich muss man immer wieder sagen, kleine Goldmünzen sind natürlich für den Krisenschutz immer sehr, sehr geeignet, da man einfach sagen kann, man kann mit kleineren Goldmünzen eher mal irgendwo etwas bezahlen. Das andere ist natürlich aber auch, dass sich viele teilweise nur kleine Goldmünzen leisten können, weil einfach Gold sehr stark angezogen hat und die ganze Unze einfach sehr, sehr teuer ist. Trotz alledem haben wir hier das Problem, dass wenn wir jetzt hier diese Goldmünze nehmen, wir haben hier eine 1/10 Unze Britannia. Die Britannia ist eine sehr bekannte Münze und auch eine sehr, sehr schöne Münze, besonders auch mit den sicheren Fälschungsmerkmalen, die man hier sehen kann. Hier hinten haben wir noch die Queen als Bildnis drauf. Im Neuen ist natürlich King Charles zu sehen. Und hier bei der 1/10 Unze haben wir nämlich 3,11 Gramm, also quasi 1/10 von einer Unze, 31,1 Gramm. Es gibt natürlich verschiedenste 1/10 Unzen, vom Krügerrand weg bis zum Somalia-Elefanten und zu anderen. Welche man dann da grundsätzlich nimmt, ist jetzt für hier dieses Problem nicht entscheidend, denn wenn man es hier auch schon sieht, haben wir hier einfach eine sehr kleine Goldmünze im Vergleich zu einem Euro. Das größte Problem bei kleinen Goldmünzen ist nämlich der Preis. Der Preis ist oft immer das Entscheidende, ob ich eine Goldmünze kaufe oder nicht. Der sogenannte Spread, das heißt die Differenz vom Goldpreis und diesen Aufpreis quasi, den ich dann bezahle für meine Goldmünze, der wird immer dargestellt als Spread und den kann ich immer in Prozent rechnen. Man wird immer sehen, wenn ich jetzt die Britannia zum Beispiel nehme und eine ganze Unze nehme, habe ich das Problem natürlich nicht, da die Herstellung von dieser großen Münze einfacher ist, als wenn ich 10 kleine Münzen präge. Und deswegen sind die 1/10 Unzen etwas teurer. Und das merkt man auch im Spread, wenn man eine 1-Unzen Münze nehmen, wenn ich jetzt hier als Vergleich das Luna Pferd nehme, UK, dann sehen wir natürlich hier diesen Unterschied und ich habe bei einer Standard 1 Unzen Goldmünze einen Spread oft von, ich sage jetzt mal 4 bis 6, 7%, je nachdem welche Münze das ich nehme, und bei den 1/10 Unzen habe ich mindestens 10%. Und dann sieht man hier schon diesen gewaltigen Unterschied, auch wenn es nur ein paar Prozent sind. Aber wenn wir mindestens 10% haben, ist das schon ein satter Aufschlag. Deswegen sollte man sich immer gut überlegen, ob man jetzt in eine 1/10 Unze investiert oder ob man dann hier gleich weitergeht und dann zum Beispiel eine 1/4 Unze sich leistet. Wir haben jetzt hier den Wiener Philharmoniker im Vergleich und ich kann dann zum Beispiel sparen und mir sagen, hey, bevor ich jetzt hier mir 4 1/10 Unzen kaufe, kaufe ich mir doch vielleicht gleich eine 1/4 Unze. Spar vielleicht 2, 3, 4 Monate darauf, wenn ich zum Beispiel jeden Monat mir sage, ich möchte eine 1/10 Unze kaufen. Dann kann ich auch mal 3 Monate warten und kann mir dann, oder 4 Monate, und eine 1/4 Unze kaufen. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, wie man diesem Problem leicht aus dem Weg geht. Natürlich ist hier das Spread bei einer 1/4 Unze auch geringer als wie bei einer 1/10 Unze. Aber man muss natürlich auch immer darauf achten, ist es denn wirklich immer sinnvoll, in was ich investiere. Diese 1/10 Unzen eignen sich natürlich perfekt trotzdem auch zur Anlage, denn Gold ist Gold. Da gibt es keinen großen Unterschied. Und man muss hier auch ganz klar sagen, auch die 1/10 Unzen sind einfach sehr, sehr schöne Münzen. Wenn ich jetzt hier auch sehe, den Somalia-Elefanten,
Auch dieser ist, wie seine große 1-Unzen-Goldenmünze, größer als die anderen. Wenn ich das hier drüber halte, sieht man etwas, dass die Somalia-Elefantenmünze hinten noch etwas rausschaut. Das liegt daran, dass sie bereits im 1/10-Unzen-Größe hier auch größer ist. Und man sieht hier einfach sehr, sehr schön, dass auch bei der 1/10-Unze die Prägequalität nicht verloren geht. Also hier sehen wir auch eine sehr, sehr schöne geprägte Münze. Was wir beim Somalia-Elefanten für ein Problem haben, ist hier diese, ich nenne sie mal Folie, die vom Hersteller mit so kommt. Man kann sie natürlich aus der Folie nehmen, wenn es aber den einen oder anderen gibt, der dann sagt, hey, wo ist diese Folie, die ist nicht mehr da drinnen. Kann natürlich sein, dass man dann ein paar Euros weniger bekommt da dafür. Wenn ihr also die Möglichkeit habt, schaut, dass ihr eher größere Größen kauft. Nicht nur immer auf kleine Münzen setzen, außer ihr investiert in den Krisenschutz, dann passt das. Oder ihr habt keine andere Möglichkeit, weil es finanziell einfach nicht passt. Es gibt aber natürlich auch noch die anderen Alternativen, wenn ich sage, ich möchte eher auf kleinere Goldmünzen setzen, weil ich die schöner finde, weil ich nicht so große Klunker haben möchte, dann empfehle ich immer sogenannte Kurantenmünzen, also Münzen, die schon etwas älter sind. Und hier habe ich euch mitgebracht einen Sovereign und das Vreneli. Das sind sehr bekannte Goldkurantenmünzen, die früher dafür produziert worden sind, dass sie in Umlauf gebracht werden, dass damit bezahlt wird, und somit handelt es hier um keine Feingoldmünzen, sondern um Goldlegierungen, wo andere Metalle beigemischt werden, und somit sind die Münzen auch etwas stabiler. Also auch für den Krisenschutz hier sehr, sehr gut geeignet. Wer natürlich sagt, ich setze eher auf diese Münzen, die gibt es einfach größer nicht, außer beim Vreneli kann man hier sagen, gibt es natürlich die 10 Franken, 20 Franken, 100 Franken, und beim Sovereign gibt es natürlich auch 1 Pfund, ein halbes Pfund, 2 Pfund, aber die Grundmünzen, sage ich mal, sind immer die 20 Franken Vreneli und die 1 Pfund Sovereign. Deswegen sind das so die Standardmünzen, und die könntet ihr natürlich auch in euer Portfolio mit aufnehmen und hier einfach wirklich punkten und auf kleinere Goldmünzen setzen. Denn die Kurantmünzen sind oft immer nah am Goldpreis und der Spread ist somit nicht allzu hoch. Davon gibt es noch sehr, sehr viele Münzen. Ihr müsst also auch keine Angst haben, dass ihr hier in den Sammlerbereich einsteigt. Besonders beim Sovereign einfach ein bisschen darauf achten. Es gibt gewisse Motive, also gewisse Monarchen, die mit drauf sind, wo die Münze einfach etwas teurer ist. Von denen könnt ihr einfach auch Abstand nehmen. Kauft euch wirklich diejenigen, die günstiger sind. Das ist meistens immer Queen Victoria oder Queen Elizabeth oder Edward. Das sind so die günstigeren Goldmünzen, wo ihr im Sovereign sehr gut punkten könnt. Und beim Vreneli gibt es auch Standardjahrgänge im 20-Franken-Bereich. Deswegen kann man hier auch sagen, setzt eher hier auf Standardjahrgänge, nicht auf irgendwelche besonderen. Und dann könnt ihr hier wirklich sehr, sehr gut da damit fahren. Das Problem ist natürlich auch, wenn ich natürlich viele kleine Münzen habe, dass ich sie natürlich kapseln muss. Das heißt, Zubehör muss ich mehr kaufen, Lagerfläche teilweise. Das sind alles auch so Faktoren, wo ich sage, das ist das Problem mit den kleinen Goldmünzen. Aber wo ein Problem ist, ist auch ein Lösungsweg, und den habe ich euch somit auch erläutert und gesagt. Und wenn ihr da dazu Fragen habt, dann schreibt die gerne unten in die Kommentare. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken fürs Zuschauen für das Video. Ich hoffe, ich habe euch alles soweit gut erklären können. Möchte noch darauf hinweisen, wer noch kein Kanalmitglied, macht es gerne. Da habt ihr tolle Vorteile auf diesem Kanal. Die Beschreibung und der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen, und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's es gut.